Hallo VfL Wolfsburg-Fans, willkommen im Kanal, hier könnt ihr über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden bleiben, also lasst ein Like da und abonniert den Kanal, um die nächsten VfL Wolfsburg-News nicht zu verpassen. Thomas Kwankara, Stürmer bei Sparta Prag, hat das Interesse von einigen europäischen Vereinen geweckt. Die Spur soll sowohl in die Bundesliga als auch in die Serie A nach Italien führen. Das erste Treffen soll bereits stattgefunden haben. Sparta Prag rechnet mit einer Ablöse von 8,5 Millionen Euro. Transfergerücht Thomas Kwankara zum VfL Wolfsburg? In tschechischen Medien wird über einen Wechsel des 22-jährigen Stürmers Thomas Kwankara von Sparta Prag zum VfL Wolfsburg spekuliert. Thomas Kwankara wird voraussichtlich eine Sensation des Sommertransferfensters sein, aufgrund seiner Vielseitigkeit, beeindruckenden Leistungen und 15 erzielten Tore in dieser Saison, schreibt die tschechische Internetseite InFootball.cz. Mehrere deutsche und italienische Vereine hätten das Talent von Thomas Kwankara erkannt und den Spieler auf die Wunschliste gesetzt. Klicken Sie bereits jetzt auf den Like-Button, damit YouTube die VfL Wolfsburg News immer weiter empfiehlt. Die Anzahl der interessierten Parteien, die sich nach Kwankara erkundigen, wächst und deutet auf eine hohe Nachfrage hin. Laut Informationen von InFootball.cz fand kürzlich in Prag ein Treffen mit dem ersten interessierten Verein statt. Konkrete Anfragen kommen aus der Bundesliga, und es ist auch von italienischen Teams die Rede. In diesem Zusammenhang fällt auch der Name VfL Wolfsburg. Es steht fest, dass der Transfer nicht billig sein wird, falls er zustande kommt. Ein Angebot von 8 Millionen Euro oder mehr könnte für Kwankara auf dem Tisch liegen. Eine Summe von rund 8,5 Millionen Euro könnte Sparta dazu verleiten, ein solches Angebot anzunehmen, behauptet die Quelle von InFootball.cz. Der tschechische Meister würde ein niedrigeres Angebot sorgfältig abwägen, insbesondere im Hinblick auf die anstehenden Qualifikationsspiele zur Champions League. Fans des VfL Wolfsburg, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich melde mich jederzeit mit weiteren Neuigkeiten vom VfL Wolfsburg zurück.